Hallo YouTube, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Sofa Review. Heute habe ich mal ein Video der etwas anderen Art, und zwar einen Überblick über mehrere Generationen. Generationen von was, fragen sich jetzt vielleicht die ersten. Generationen von iPod Shuffle, also von der ersten bis zur vierten Generation alle durch. Und dabei schauen wir uns mal an, was hat sich geändert, was können die Geräte, was kam zwischendurch, was dann vielleicht wieder weggefallen ist. Und am Ende wagen wir uns mal an ein kleines Fazit, was noch kommen könnte, ob noch was kommt. Und was Apple mit den iPods in Zukunft vielleicht so anstellen wird. Und dann viel Spaß beim Zuschauen. Erblickte der erste iPod Shuffle das Licht der Welt. Mit 512 MB bzw. 1 GB tatsächlich etwas mager im Vergleich für heutige Verhältnisse ausgestattet, war dieser iPod sehr interessant, vor allem für Sportler, da er gute Möglichkeiten bot, beim Laufen und Radfahren Musik hören zu können. Der Name vom englischen Shuffle, also Mischen abgeleitet, war bei diesem iPod volles Programm, denn wegen des fehlenden Displays gab es nur zwei Möglichkeiten, die Musikwiedergabe bei diesem iPod zu konfigurieren. Neben der normalen Wiedergabe, in der alle Titel in der zuvor festgelegten Reihenfolge abgespielt werden, gibt es den Shuffle-Modus. Hier sucht sich der iPod selbst aus, welchen Titel er als nächstes spielen möchte. Beim Shuffle der ersten Generation entschied ein kleiner Schieberegler auf der Rückseite des iPods darüber, welche Methode genutzt werden sollte. Das Design erinnert ein wenig an die heutige Apple Remote, wie wir sie zum Beispiel vom Apple TV kennen und wie wir sie benutzen, um unseren Mac Mini oder unser MacBook Pro steuern zu können. Ein Alleinstellungsmerkmal der ersten Generation war der USB-Anschluss an der Unterseite, wo wir den iPod dann tatsächlich auch als USB-Stick nutzen konnten. Ebenso die Ladestandsanzeige, die sich auf der Rückseite unter dem Wiedergaberegler befindet und den Akkustand per Ampelsystem anzeigt, ist bei den nachfolgenden Modellen komplett verschwunden. Was bis auf eine Ausnahme bei allen Shuffles gleich geblieben ist, ist die Anordnung der Steuerelemente. Das sich am Click-Wheel vom iPod Nano orientierte Design mit Plus- und Minustasten oben und unten, beziehungsweise vor und zurück rechts und links, und der Play- und Pause-Taste als mittlere Taste, wurde auch bei Generation 2 und 4 wieder genauso übernommen. Ein meiner Meinung nach sehr interessantes Zubehör für den Shuffle der ersten Generation war das Lanyard. Dieses wurde anstatt der normalen USB-Abdeckung aufgesetzt und hatte eine zusätzliche Halsschlaufe, mit der der iPod, ähnlich wie die Namensschilder der Apple Store-Mitarbeiter, um den Hals getragen werden konnte. Auch die Verpackung war 2005 noch etwas anders, als wir sie heute kennen. Apple setzte auf einen durchwegs grünen Karton mit einem kleinen Plastikfenster darin. Auch der Lieferumfang fiel wesentlich üppiger aus. Neben einer ausführlichen Bedienungsanleitung in zwei Sprachen, die die Nutzung des iPods und sogar iTunes erklärte, findet man die obligatorischen Apple-Aufkleber, wie sie nur bei diesem Shuffle sind, und Garantieanweisungen. Ein Jahr später, im September 2006, folgte auch schon die zweite Generation des Shuffle. Das Kunststoffgehäuse wich einem wesentlich hochwertigeren Aluminiumgehäuse und der iPod war mit rund 15,6 Gramm 6,4 Gramm leichter als sein ohnehin schon recht leichter Vorgänger. Auch das Design erlebte eine Renaissance. Statt wie zuvor im Hochformat wurde der neue im Querformat gebaut. Der, wie Apple beteuerte, zu seiner Zeit kleinste und leichteste Audio-Player hatte anstatt des Schiebereglers auf der Rückseite nun einen sehr stabilen Clip aus Aluminium, mit dessen Hilfe man ihn leicht an Kleidung befestigen konnte. Dies steigerte seine Beliebtheit bei Sportlern weiterhin. Das Steuerkreuz auf der Vorderseite wuchs um einige Millimeter und der Schieberegler für An- und Aus bzw. die normale und die Shuffle-Wiedergabe wurden separiert und fanden ihren Platz nun auf der Unterseite. Die Status-LED, von der es nun gleich zwei gibt, wurden ebenso unten und oben am Gerät platziert. Auch waren nun die vom iPod Nano bekannten Farben erhältlich, welche durch das kleinste Product Red ergänzt wurden. Die Speichergrößen wurden jeweils um 100% erhöht und betragen nach Adam Riese nun 1 bzw. 2 GB. Der Lieferumfang wurde ab jetzt durch ein Dock ergänzt, welches den 3,5 mm Klinkenstecker des iPod Shuffle nutzt, um die Daten von iTunes per USB auf den iPod zu übertragen bzw. das Gerät zu laden.
Was jetzt allerdings fehlt, ist die CD für iTunes bzw. die Ohrpolster, die sich ohnehin keiner draufgetan hat. Der Karton wich nun auch der typischen Kunststoffverpackung, wie wir sie von den iPods heute kennen. Was sich nicht geändert hat, war die Akkuleistung, die mit ca. 12 Stunden immer noch für einen Tag reichen sollte. 3 Jahre später, um genau zu sein 2009, wirft Apple das Bedienkonzept völlig über den Haufen. Der Kunde bekommt nur noch ein hübsch verpacktes Stück Aluminium, an dem sich nicht mehr als eine Klinkenbuchse und ein Schieberegler, der sich auf 3 Stufen einstellen lässt, finden lässt. Die Bedienung dieses neuen iPods erfolgte nur über die beigelegten Kopfhörer, die rechts am Ohrhörer eine kleine Art Fernbedienung hatten, mit der sich der Shuffle steuern ließ. Durch einmaliges Drücken der mittleren Taste konnte man Play bzw. Pause betätigen. Zweimaliges Drücken ermöglichte es, auf den nächsten Titel vorzuspringen, bzw. dreimaliges Drücken wieder zurückzukommen zum Titel, den man davor gehört hat. Für lauter und leiser gab es extra Tasten überhalb und unterhalb der mittleren Taste. Eine neue Funktion, die mit dem 10,7 Gramm leichten iPod gleich dazu kam, hieß VoiceOver. Durch Gedrückthalten der mittleren Taste sagte man dem iPod praktisch, dass er einem vorlesen soll, was man gerade hört und von wem man es gerade hört. Beautiful Pain, featuring Sia Eminem. Berserk Eminem. Doch ein großes Problem an diesem Bedienkonzept war, dass man natürlich nicht mehr seine eigenen Kopfhörer benutzen konnte, sofern diese nicht eine Fernbedienung hatten. Auch bei diesem iPod verdoppelte sich wieder die verfügbare Gigabyte-Anzahl, doch die Akkulaufzeit reduzierte sich um ca. 2 Stunden und wer hat aufgepasst, genau, es sind nur noch 10 Stunden übrig. Auch dieser iPod wurde wieder über das 3,5 mm Klinkenkabel mit Daten und Energie gefüttert. Allerdings ist das Kabel hier ein wenig kurz geraten, um genau zu sein, 10 cm. Auch das Dock der zweiten Generation lässt sich mit diesem iPod nicht mehr benutzen. Um nun auch wieder Leute mit Kopfhörern ohne Fernbedienung als Kunden gewinnen zu können, orientierte sich das Design des aktuellen iPod Shuffle aus einer Mischung aus Shuffle der zweiten Generation und iPod Nano der sechsten Generation. Die Bedieneinheiten sind alle oben am Gerät aufgereiht bzw. das typische Steuerkreuz auf der Vorderseite. Hinzugekommen ist oben in der Mitte ein zusätzlicher Knopf, mit dessen Hilfe sich, wie beim iPod der dritten Generation, VoiceOver aktivieren lässt. In der kleinen quadratischen Box liegen die typischen Apfelkopfhörer allerdings ohne Fernbedienung und das schon bekannte 10 cm lange, kurze, zu kurz geratene Klinke auf USB-Kabel. Während das Gewicht auf 12,5 Gramm um ganze 2 Gramm bzw. die Akkulaufzeit von 10 auf immerhin 15 Stunden zugenommen haben, gibt es die aktuelle Generation zum Preis von 55 Euro nur noch mit 2 GB. Wie die zweite Generation auch, gibt es den aktuellen iPod Shuffle in vielen verschiedenen Farben wie Grau, Schwarz, Lila, Rosa, Gelb, Türkis, Grün und Product Red, also in Rot. So, das war ja also der kleine Überblick über alle Generationen von iPods. Und wir haben schon gemerkt, von der ersten Generation bis zur vierten hat sich einiges getan. Wobei man fast sagen kann, dass die Generationen mit den ungeraden Zahlen immer irgendwas zum Ausprobieren waren. Also erstmal der erste, der so der Probeanlauf war, ob ein Shuffle überhaupt gefragt ist. Und dann der hier, bei dem sämtliche Tasten weggefallen sind und die Bedienung mehr schlecht als recht war. Und die Generation 2 und 4 sahen sich dann doch immer sehr ähnlich. Da merkt man, dass Apple gesehen hat, dass ein quadratisches bzw. rechteckiges Produktdesign doch das sinnvollste ist. Was in Zukunft kommen wird, ist eine große Frage. Wahrscheinlich wird es den Shuffle eher nicht mehr geben, denn wie gesagt, heute hat jeder einen MP3-Player im Handy dabei. Und ja, viel verändern kann man eh nicht mehr, nachdem die Sprachsteuerung auf kompletten Wege versagt hat. Ist doch so ein kleines Gerät mit 2 GB und einfacher Bedienung relativ easy zu nutzen und auch die Sprachsteuerung ist hier noch mit dabei.
Das heißt, viel wird sich da nicht mehr tun, vielleicht irgendwas mit den Farben oder dass er noch ein Stück dünner wird. Aber ansonsten ist der Shuffle so, wie er ist, eigentlich nach 4 Generationen relativ weit gereift. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hat euch der Überblick über eins der wohl strittigsten Produkte bei Apple gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben drückt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.